Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Silberne Edition. Wir haben das letzte Mal Teak City erkundet und machen jetzt weiter mit den umliegenden Routen. Dafür geht es zuerst in diese Richtung. Kesselberg ist wie ein Irrgarten, also verlaufe dich nicht. Haben wir erstmal ein Item. Hyperball, den wir erfinden. Ja, und ansonsten gibt es hier nichts weiter. Ich glaube, hier ist es dunkel drin, genau. Hier bräuchten wir ein Pokémon mit Blitz. Soweit ich weiß, kann das aber, glaube ich, keins hier erlernen, was wir gerade dabei haben. Blitz einen Pokémon beibringen? Ja, bitte. Doch, Knofenser kann Blitz erlernen. Ja, lecco mio. Na, dann setzen wir das doch gleich mal ein und schauen uns hier mal ein bisschen um. Viel werden wir noch nicht machen können im Kesselberg, das kann ich euch versprechen. Gehen wir mal vom Fahrrad runter und schauen uns dann hier mal ein bisschen um im Kesselberg. So, sind wir im nächsten Raum? Gehen wir nach links oder nach rechts? Komm, ich würde sagen, wir gehen zuerst nach rechts. Hier brauchen wir Stärke, hier kommen wir nicht weiter. Oh. Okay, hier geht es auch gleich wieder irgendwo raus. Ein wildes Mascholo. Das haben wir noch nicht, könnten wir also gleich mal fangen. Wenn es nicht K.O. geht durch die Hornattacke. Ja, so viel zu dem Thema. So, gehen wir erstmal hier hoch. Schauen mal, was wir bei der Leiter noch finden, beziehungsweise wo uns die Leiter hinbringt. Erstmal kommt hier ein wildes Kleinstein, Level 15, das haben wir schon. Habe jetzt auch keine brauchbare Attacke, um das zu plätten. Gehen wir also in die Leiter. Oh, da haben wir hier unten noch ein Item, sehr schön. Das nehmen wir natürlich gleich noch mit. So, Mascholo. Jetzt probier's mal mit dem Furienschlag. In der Hoffnung, dass wir da das Mascholo ganz lassen. Komm, komm, komm. Jawoll. Silberblick und jetzt können wir das Mascholo fangen. Beutel. Pokéball. Und komm, Mascholo. Bleib drin im Ball. Tu mir den Gefallen, bitte. Dankeschön. Wäre doch nicht nötig gewesen. Mann, Mann, Mann. Nochmal Pokéball. Jetzt, ah gut, jetzt bleibst du hier drin. Na bitte. Mascholo gefangen. Neuer Eintrag im Pokédex. Nö, brauchen wir nicht. Stellen wir uns jetzt, wie gesagt, das Item hier. Mega Block in die Itemtasche. Schauen wir mal, was hier noch nichts, okay. Gehen wir jetzt mal hier rein. Wo kommen wir denn da raus? Okay, hier. Können wir hier noch machen? Okay, hier nichts. Und hier geht es dann, glaube ich, auch gleich schon wieder raus aus der Höhle. Hm. Das heißt, wir schauen vielleicht doch erstmal nochmal nach links, was wir dort denn noch finden könnten. Bevor wir hier irgendwas Cooles verpassen, was wir uns vielleicht jetzt schon holen könnten. Das Zubat mit einem Schlag besiegt, so wie sich das gehört. Und dann gehen wir also... Ach Mensch, hier links wollten wir hin. Dort war ja dieses Tor. Und schauen mal, was wir dann dort noch finden können. Vor dem Kleinstein fliehe ich. Weil, wie gesagt, unser Skarbon keine brauchbare Attacke gegen Kleinstein beherrscht. Ich müsste quasi erst auswechseln. Und das, ja, extra zu machen für so ein paar läppische Erfahrungspunkte, weiß ich nicht, ob das zwingend sein muss. Deswegen fliehen wir erneut. Gibt genug andere Pokémon, mit denen wir kämpfen können und unser Skarbon trainieren können. Oh, wir haben hier noch eine Leiter, die bringt mich hier hin. Okay. Und da finden wir ein Äther. Wunderbar.
Ein wildes Radfratz. Das können wir allerdings locker flockig blätten mit der Hornattacke. Und dann nehmen wir jetzt mal den anderen Ausgang, den wir gefunden haben. Mal schauen, wo der uns hinbringt. Beziehungsweise, was heißt mal schauen, wo der uns hinbringt? Ich weiß es letzten Endes, wo der mich hinbringt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich so noch nie gemacht, dass ich hier erst so nach rechts weg bin und hier durch den Kesselberg durch bin und dann quasi erstmal zu einer anderen Stadt komme. Wenn das denn überhaupt möglich ist, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Denn ich bin immer direkt nach links weg und rechts habe ich erstmal ignoriert, weil ich wusste, dass es nach links erstmal weitergeht. Aber schauen wir einfach mal, wo wir jetzt gleich hinkommen. Ah, Zornklinge. Mich vertippt, natürlich. Das macht aber auch keinen Sinn, die Attacke. Ich das mal kurz so anmerken darf. Und damit ist Zubat geplättet. Weiter geht's in Richtung Ausgang. Okay, hier ist nichts. Ah, einige wilde Pokémon hier unterwegs. Weiß nicht, was hier gerade los ist, dass hier so viele kommen. Aber nützt nichts. Werden trotzdem alle geplättet. Skarbon hat dadurch schon einiges an Erfahrung gesammelt und wir kommen hier raus. Sprechen wir da erstmal mit dem Angler, der möchte kämpfen. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Na dann, los geht's, mein Junge. Angler Amadeus möchte kämpfen und schickt Baldorfisch in den Kampf. Angler Amadeus, ich glaube, der gibt uns auch die Telefonnummer. Setzen wir eine Hornattacke ein, die wird nicht reichen gegen Baldorfisch. Aber zumindest mit zwei Treffern hätten wir es besiegen können, wenn es keinen Härten eingesetzt hätte. Hat es allerdings. Das heißt, wir brauchen auch noch eine weitere Runde. Nochmal Härtner. Ja. Okay. Kann Baldorfisch auch was anderes als Härtner oder. Gut. Was soll es? Ist besiegt. Skarbon erhält die Erfahrungspunkte und Angler Amadeus wurde besiegt. Schaue ich mal in meine Telefonliste, wen ich für dich rauswerfen könnte. Pokefan Irmgard brauchen wir nicht. Sprechen ihn nochmal. Oh, jetzt werden wir direkt angerufen von Wanderer Tom. Hast du eine Minute Zeit? Wie geht es deinem Pokémon? Kleinstein, ja. Toll, fast ein Radfratz gefangen. Sehr interessantes Gespräch mal wieder mit dem Wanderer. Ja. Und wir bekommen seine Telefonnummer. Wenden wir uns mal noch an diese zwei Herren. Ein Pokémaniac. Oder? Ja, müsste ein Pokémaniac sein. Ja. Zwei Pokémon. Pokémaniac Goro schickt Nidorina an den Kampf. Und wir schicken natürlich unser Skarbon. Hornattacke. Sollten zwei Treffer reichen. Boah, locker. Das macht absolut keinen Sinn. Weil das ist null effektiv. Gut, Nidorina schon mal geplättet. Jetzt kommt bestimmt noch Nidorino. Natürlich Nidorino. Und auch das werden wir mit zwei Hornattacken nach Hause schicken. Ich meine, guck, schaut mal. Die können doch genauso gut Hornattacke einsetzen. Das macht doch viel mehr Sinn. Hier. Deutlich mehr Schaden, auch wenn es ein Volltreffer war. Und damit Nidorino besiegt. Skarbon erreicht Level 23. Und ist damit erstmal vom Training befreit. Ja. Hättest du deinen Mondschein genutzt, hätte ich zumindest mehr Erfahrungspunkte bekommen. Und Igela warst seit langem mal wieder dran. Und wir haben einen Wanderer pünktlich zum Trainingsauftakt von unserem Igel-Lover. Ach, ist das schön, im Freien zu sein. Ich fühle mich so frei.
Schön für dich. Wanderer Wolfgang möchte kämpfen und er schickt einen Diktor in den Kampf. Wir wollen dann mal noch die Leute ansprechen, ob die uns vielleicht eine Telefonnummer geben. Dann lösche ich noch ein paar raus. Setzen wir erstmal die Glutattacke ein gegen Diktor. Ich hoffe, Diktor beherrscht noch nicht die Intensitätsattacke. Okay, kann sowieso egal sein. Diktor besiegt. Weiter geht's mit Kleinstein. Brauchen wir nicht wechseln, da unser Igelava ja mittlerweile die Schaufelattacke beherrscht. Wir setzen trotzdem zuerst Glut ein. Schau mal, wie viel Schaden das macht. Die Hälfte ungefähr, okay. Glut 40. Durch 2 sind 20. Mal 1,5 sind 30. Schaufel hätten wir 60 mal 2. Deutlich stärker also. Müsste also definitiv reichen. Außer Kleinstein hat so eine super Verteidigung, hat es aber nicht. Damit ist Kleinstein platt. Und es geht weiter mit Dick 3. Okay, das könnte schon haarig werden jetzt. Vor allem, wenn Dick 3 Intensität beherrscht und dann ja auch noch Glück hat. Ja, Intensität 7. Okay, das geht noch. Intensität, eine Bodenattacke. Natürlich sehr effektiv gegenüber Feuer-Pokémon. Das geht bis zu 10. Und 10 ist natürlich dann richtig stark. Ja, da wollt ihr gar nicht mehr gucken. Da ist unser Igelava definitiv platt. Wobei es wahrscheinlich selbst Intensität 9 nicht überstanden hätte. So, den Wanderer also auch besiegt. Hier gibt's nichts mehr. Und dann geht's jetzt hier rechts nach Mahagonia City. Auch hier haben wir eine Arena, die allerdings blockiert wird von diesem Typen hier. Wenn du schon so weit gekommen bist, solltest du dir die Zeit nehmen, um etwas Sightseeing zu unternehmen. Geh nach Norden und sieh dir den See des Zorns an. Gehen wir erst ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon. Ich verhindere, dass sich meine Pokémon zu rasch entwickeln. Ich bringe ihnen verschiedene Attacken bei, bevor ich sie sich entwickeln lasse. Pokémon werden stärker, ja, bla bla. Keine Ahnung, warum ich das hier gerade vorgelesen habe. Bin das wahrscheinlich noch gewohnt von... Okay, aktuell brauche ich es nirgendwo vorlesen. Bin das noch gewohnt von den anderen Spielen. Erstmal hat die Pokémon wieder geheilt. Sprechen wir mal noch mit dir. Hast du irgendwas Wichtiges? Team Rocket ist wieder da. Also scheinbar Team Rocket am See des Zorns unterwegs. Gut zu wissen. Hier oben, wie immer, niemand. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch hier hochschaue. Und dann schauen wir uns da erstmal weiter um in Mahagonia City. Hatten wir dich schon angesprochen? Achso, ja, genau. Ja, sorry, ich hatte es schon wieder vergessen. Was haben wir denn noch so Feines hier? Ah ja, der lässt uns hier im Übrigen nicht vorbei. Hi Kleiner, ich sehe, du bist neu in Mahagonia City. Du musst unbedingt einen Wutkeks probieren. Ich habe einen dabei für nur 300 Pokédollar. Nein, danke. Dann eben nicht. Und er lässt uns jetzt nicht vorbei, bis wir den Arena-Leiter, glaube ich, besiegt haben. Und ehe wir dort reinkommen, müssen wir erst am See des Zorns was erledigen. Also das zieht sich alles noch. Mein Lieblingsprogramm im Radio? Pokémon-Musik, okay. Das ist ein rotes... Okay, das ist seltsam. Was haben wir hier? Ja, das klingt schon verdächtig, die Musik. Hey, hey, das Experiment verlief wie am Schnürchen. Carbador ist wertlos, aber Gyarados verkauft sich gut. Ja, das klingt schon deutlich nach Team Rocket. Willkommen, womit kann ich dienen? Minipilz, Phlegmon-Route. Ja... Ein weiteres Indiz dafür, dass sie von Team Rocket sind. Pokéball, Trank, nichts weiter. Aber ansonsten gibt es hier drin erstmal noch nichts zu sehen für uns, deswegen gehen wir raus. Wir haben mit dir schon gesprochen, ich glaube nicht. Können wir jetzt schon hier hochgehen? Schauen wir einfach mal. Also ich ziehe gerade einiges vor. Vor Sachen, die eigentlich jetzt erst die auf der linken Seite von Teak City eigentlich erst dran wären. Na, schauen wir mal.
Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Haben jetzt hier einen Trainer. Man kann so viel unternehmen mit seinen Pokémon. Das macht unheimlich viel Spaß. Ja, spätestens wenn wir dann surfen müssen, ist es sowieso aus. Dann müssen wir erstmal wieder zurück. Camper Moritz möchte auf jeden Fall kämpfen. Los, Igelava! Und ja, das Sandern machen wir platt. Relativ easy. Ein Igler. Das bringt dir nur nichts. Ruckzuckhieb. Und damit hätten wir Sandern besiegt. Zwei Pokémon hat er nach Sander mehr jetzt. Wir hätten auch schon längst mal wieder wechseln müssen, fällt mir gerade auf. Schicken wir mal unser Evoli. Oh, kann Evoli Surfer lernen? Ich glaube es fast nicht. Aber vielleicht könnten wir Evoli mal eine andere brauchbare Attacke beibringen. Sandermeer dürfte keine Bodenattacke jetzt beherrschen. Es ist ungünstig gerade hier. Schicken wir unser Scaraborn, um gegen Sandermeer zu kämpfen. Hornattacke, zwei Treffer, reicht das aus? Aber auch nur dank des Volltreffers. Jawohl, gleich noch ein Treffer hinterher. So muss das sein. Und weiter geht's mit Zubat. Ja, Evoli. Versuchen wir es mit Evoli zu lösen, auch wenn der von Zubat höchstwahrscheinlich wieder Superschall kommen wird. Da müssen wir halt dann... Boah, klasse Evoli. Konfusstrahl sogar. Noch besser. Tja, dann können wir das Pokémon wechseln, ohne dass Evoli hier mal wieder Schaden angerichtet hat. Vielen Dank für nichts. Boah, noch eine Bissattacke. Steinwurf gegen Zubat sollte genügen, um es auszunocken. Genauso ist es. Gibt ein paar EP für beide, nicht viel. Und am Ende ist Camper Moritz besiegt. Verlieren macht überhaupt keinen Spaß. Igelava Tausch gegen Evoli. Schauen wir weiter hoch. Wir schauen mal kurz hier rein, das Wachhaus. Stehen geblieben! Beträgt 1000. Ah, okay, wir haben es automatisch bezahlt. Das ist natürlich Shit. Das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden. Gut, nützt nichts. Haben wir jetzt nun einmal bezahlt. Denn es gibt nämlich auch einen Weg hier außen rum. Wir hätten quasi gar nicht dort lang gehen müssen. Naja, gut, was soll's. Ein Wati, ein wildes. Boah, bekommen wir jetzt gleich eine Donnerwelle ab? Nein, den Donnerschock haben wir Glück gehabt. Komm, nochmal Tackle. Reicht das schon aus? Jawohl. Sehr gut, Evoli. Schauen wir weiter. Haben wir einen nächsten Trainer. Hey, hast du seltene Pokémon? Ein weiterer Pokémaniac. Wie man schon gehört hat, Pokémaniac Taro. Er schickt Schlurp in den Kampf. Da können wir direkt das Pokémon wechseln. Ich schicke Onix in den Kampf. Da ich auf eine Normalattacke spekuliere bei Schlurp. Stampfer. Sehr gut. Alles richtig gemacht mit Onix. Und wir agieren mit dem Steinwurf, der erstmal gehörig daneben geht. Schlupp macht weiter. Vielleicht sollte ich auch erstmal Kreideschrei einsetzen. Damit das dann schneller geht mit dem Steinwurf. Also, jetzt Onix mal bitte treffen. Danke dir. Boah. Zum Glück habe ich Kreideschrei in meinen Gesetz. Schauen wir mal, wie viel die Tackle-Attacke. Alter Onix, bist du eigentlich blind? Oh, ich bin Onix. Ich brauche eine Brille. Meine... Ey!
Haben wir hier irgendwo einen Optiker in dem Spiel? Das wäre, glaube ich, wirklich mal das Richtige für Onyx. Sensationell. Schlupp besiegt. Jetzt will ich aber auch Erfahrung haben. Naja. Ist eigentlich vergessen. Und wir besiegen Pokémaniac Taro. Der gibt uns auf jeden Fall die Telefonnummer. Auch das ist mir noch bekannt. Julius Schuljunge können wir schon mal löschen. Den brauchen wir also nicht mehr. Hey, aber mit Schlurp kannst du eigentlich schon zufrieden sein. Ist er relativ selten. Aber scheinbar will er ein noch selteneres haben. Gut, tauschen wir nicht, sondern geben unserem Onyx mal einen Trank. Wir haben ja schon so viele haben. Dann sieht das Ganze auch schon wieder deutlich besser aus. Und wir gehen erstmal hier nach unten, schauen uns hier unten mal noch um. Da haben wir nämlich noch eine Trainerin, die uns fragt, ob wir auch zum See des Zorns gehen. Und wir kämpfen gegen die Picknickerin Ilona. Die schickt Pipi in den Kampf. Level 20, okay. Wahrscheinlich machbar für unser Evoli. Senken wir erstmal die Verteidigung ein bisschen von Pipi. Ah, Zugabe. Mein Gott, setzen wir nochmal Rudenschlag ein. Ist ja nicht das Problem. Davon halte ich jetzt eher weniger. Boah, davon halte ich gar nichts. Wie lange wirkt jetzt diese scheiß Zugabe noch? Nicht so schlimm, wir haben den Aufwecker dabei. Und Duplexhieb, der geht erstmal daneben. Jetzt sitzen wir immer noch Rudenschlag ein. Alter, ist dann auch irgendwann mal gut mit der Zugabe. Nein, wir setzen nur noch Rudenschlag ein. Na klar, warum nicht? Darf ich jetzt mal bitte angreifen? Ah, Tackle. Oh, wir treffen, das gibt richtig Schaden. Oh, das schmeckt. Direkt mit einem Schlag besiegt. Wunderbar, Evoli. Wunderbar. Evoli hat mehr KP als Onyx, ey. Musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das eigentlich keinem erzählen. So, einen Trank gibt's. Und dann gehen wir wieder nach oben, denn hier unten gibt's nichts mehr. Hier unten waren wir schon. Von dort kommen wir ja schließlich her. Und schauen jetzt, wie gesagt, weiter nach oben. Sehen, was es da dann noch zu holen gibt. Oh, ein Girafarig. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass wir Evoli von haben. Da haben wir jetzt gute Chancen, das zu fangen. Heuler. Weiß gar nicht, ob das auch flieht dann irgendwann. Wieso sind denn meine Pokémon alle so blind? Kann mir das nicht erklären. Können sich umbenennen, Team Blind. Ja, Evoli verreckt gleich. Spitze. Schnauze voll, wir bringen Onyx. Dann bekommt Evoli nach dem Kampf einen Trank. Oder einen Sprudel. Oder mehrere Tränke, je nachdem, auf was ich Lust habe. Wir fangen jetzt aber erstmal das Girafarig. Komm. Ja, war abzusehen, dass das passiert. Konfusion. Ja, das macht natürlich deutlich mehr Schaden als der Oh, fuck you, Alter. Komm, bleib einfach am Ball drin, dass ich jetzt nicht so viel Schaden hier dann nehmen muss. Ja, ja, ja. Danke. Nächste Konfusion. Gleich ist Onyx besiegt. Eins übersteht's noch. Komm. Ach, du bist ein elendes Scheißtier. Okay. Komm, Stampfer. Haben wir vielleicht einen Supertrank dabei? Nö, aber einen Hypertrank. Ah, komm, wir geben Onyx einen Trank.
Schauen wir, was jetzt noch passiert. Tackle-Attacke, okay. Die macht natürlich äußerst wenig Schaden auch. Und wir machen weiter mit dem Pokéball. 8 Stück haben wir noch. Vielleicht bleibt das Pokémon ja jetzt mal drin. Ja. Ich hasse sowas. Sowas regt mich auf. Vor allem, dass sie halt dann noch weiter angreifen können. Das ist zum Kotzen. Sind genug damit beschäftigt, aus dem Ball wieder rauszukommen. Dem würde ich die Runde verwehren, anzugreifen. Es ist doch mal gut hier auch wieder. Bleib endlich in dem fucking Pokéball. Ich hasse diese hässliche Giraffe. Wahrscheinlich guckt dieser lange Hals immer aus dem Ball raus, deswegen geht er mal kaputt. Mann, jetzt bleib drin! Leck mich doch am Arsch, ey. Brauchen wir schon wieder einen Trank. Ich kann dieses Gepieps auch nicht hören. Tackle, okay. Komm, Pokéball. Bitte, walte deines Amtes. Und halt es gefangen in dir. Das war einmal nichts. Probieren wir es nochmal. 3 Pokébälle haben wir noch. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ah, nein. Warum auch? Komm erstmal noch einen schönen Stampfer ab. Warum auch nicht? Und bitte in Gottes Namen. Nein. So langsam wird es eng mit Bällen. Wir haben noch 4 Stück. Der letzte Pokéball. Ich wollte schon ausrasten, dass es bis zum letzten Pokéball gedauert hat. Aber Girafarik hat mich eines Besseren belehrt. Ich brauche nicht ausrasten. Es hat mir gesagt, keine Sorge, ich breche auch aus dem aus. Ich mache dir bloß erst gute Hoffnungen. Blödes Vieh. Probieren wir es mit dem Superball. Vielleicht haben wir damit mehr Chancen. Aha, ja, sehr schön. Nein. Gut, als nächstes den Hyperball. Vielleicht reicht der ja aus. Sonst hätten wir nur noch einen Köderball. Ach, der Hyperball ist dir dann bequem genug. Vielen Dank. Blödes Vieh. Langhals. Nein, möchte ich nicht. Hätten wir... Oh, jetzt ruft mich doch der Holger an. Ich bin's, Holger. Hast du eine Minute Zeit? Schön, dass dein Tangela voller Energie ist und dass du fast einen Vulpix gefangen hast. Es interessiert mich brennend. Heilen wir jetzt mal noch unsere Pokémon. Trank. Für Onyx. Genau. Und Sprudel. Sprudel für Evoli. Und dann machen wir das nächste Mal weiter hier an der Stelle. Wir bewegen uns weiter in Richtung See des Zorns. Wir haben zwar erst 3 Orden, aber können ja trotzdem schon mal am See des Zorns vorbeischauen. Wer würde es nicht machen? Wahrscheinlich jeder andere, der das Spiel auf normale Art und Weise durchspielt. Gut, was soll's. Wir machen es halt so. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Und hoffe euch das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen bei Pokémon Silberne Edition. Bis dahin, macht's gut.